Ja, hallo ihr lieben, Christian Emschemeyer hier, Paraport-Beziehungscoach, Diplom-Psychologe und ja, wir haben heute mal eine Mail, da geht es wieder um die Basics in toxischen Beziehungen, deshalb ist, glaube ich, für viele, ja, ganz interessantes Thema. Guckt auf, also wenn ihr da an euch arbeiten wollt, guckt auf jeden Fall auch mal in Kurse rein, die sind wirklich gebaut für Menschen, die so ein toxisches Beuteschema haben, angefangen bei Liebeskummer, Umprogrammierung des Liebeschips, Selbstliebe, Bindungsangst, was hoffe ich auch ein Thema ist. Und guckt euch das an und guckt nicht nur die Videos, aber vielleicht besprechen wir heute mal wieder das ein oder andere Basic, weil ich glaube, das ist jemand, der wahrscheinlich relativ neu ist auf meinem Kanal. Und wenn du auch solche Fragen stellen willst, machst du ein Formular auf liebeschip.de. Hallo Christian, ich bin gerade ziemlich down und würde mich freuen, wenn du ein Video zur Situation machen würdest. Es geht darum, dass ich am Freitag den Prozesstag von Amber Heard und Johnny Depp komplett verfolgt habe und es meinen Schmerzkörper anscheinend angetriggert hat. Was mich ja und ich jetzt teilweise nicht verstehe. Ich versuche die Vorgeschichte kurz zu erzählen. Ich bin 41, sagen wir mal, Tarantowkula und habe toxischen Kontakt seit 4 Jahren mit jemand aus meiner Nähe. Wir haben circa ein Jahr lang telefoniert und dadurch eine emotionale Bindung aufgebaut. Ja, erster, also im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, ne? Also ich will dich da jetzt nicht zusätzlich antriggern, aber erster Fehler in der Rückschau, entweder du datest Leute oder du lässt es, aber telefonier nicht so lange mit Menschen. Das füttert dieses Liebessüchtige. Vielleicht hast du auch ein Thema mit Bindungsvermeidung und aber ja, das sind genau. Also man glaubt gar nicht, wie liebessüchtig man werden kann nach so ganz dünnen Beziehungen. So, ne? Das ist echt krass, wirklich. Ne? Da geht der Fantasiemodus so richtig ab. Und man kann sich verzehren nach jemand, ohne dass man jemals ja die Beziehung überhaupt losgeht, richtig irgendwie. Ne? Und Liebessucht ist da so der Kern von diesem ganzen Mist. Ne? Vor fast 4 Jahren dann getroffen, ich war verliebt, es lief was, dann wurde klar, er will keine Beziehung. Ja, jetzt der nächste Fehler, wenn du eine Beziehung willst, also wie gesagt, ist alles nur eine Rückschau, dass du es in der Zukunft besser machst. Ne? Ich habe so einen Scheiß auch alles oder fast alles gemacht. Wenn du jemand keine Beziehung will, du willst aber eine, dann ist es ein Dealbreaker. Und wenn ein Dealbreaker entsteht, dann muss man sich zwingen, rauszugehen. So, ne? Einfach aus Selbstschutz und nicht sagen, ja, es wird schon noch und sondern man sagt dann, ey, das tut mir nicht gut, ich habe, weiß ich nicht, ich neige zur Liebessucht, ich verliebe mich dann und weine dann nur rum und wenn sowas schon am Anfang losgeht, also dann weißt du ja, dass er es nicht an dir als wirklich, soll ich mal sagen, Kompagnon interessiert, Freund, vielleicht auch in einer Liebesbeziehung, freundschaftliche Ebene, sondern es geht ja einfach nur um Indoor-Olympics und Aufmerksamkeit, Nebenleistung von Beziehung, aber die eigentliche Beziehung wird nicht geführt, ne? Und da geht es eigentlich nur nach seinen Bedürfnissen und nicht nach deinen. Ne? Es wurde klar, er will keine Beziehung. Wir haben uns alle 2 bis 3 Monate gesehen. Wahrscheinlich nicht nur gesehen, vermute ich mal. Nicht nur Heimer gespielt. Hört sich jetzt lächerlich an, weil wir hatten so einiges an Kontakt und ich war liebessüchtig und in meiner Blase. Hab ihn zwischendurch immer mal blockiert, sogar für Monate, meistens nach 2 Monaten wurde ich wieder in Anführungsstrichen rückfällig, habe mich eigentlich die ganze Zeit nur gequält. Ja, so laufen toxisch, also für mich sind toxische Beziehungen, vor allem liebessüchtige Beziehungen, deswegen ist das für mich eine klassisch toxische Beziehung, aus meiner Sicht nicht zu retten. Auch das nächste Sache, wenn eine Beziehung on-off wird, ist der Drops gelutscht. Das heißt einfach, man ist nicht kompatibel. Fertig. Ja. Letzten Sommer war es die erste Zeitung, in dem ich es geschafft habe, auch mental von ihm loszukommen. Habe das erste Mal geschafft, loszulassen. Alles blockiert. Irgendwann hat er mich dann in der Nacht 10 Mal angerufen. Wusste nicht, dass er es war. Es war eine Nummer, die ich nicht kannte. Ja, gut, da ist sein schwarzes Notizbuch wahrscheinlich ausgelaufen gerade und er braucht immer wieder Aufmerksamkeit. Es gibt ja Menschen, das ist so dieses Minuspolige, die sind einfach, die sind nicht
süchtig nach einer Beziehung, die sind süchtig nach Aufmerksamkeit, ne? Und wenn die gerade ausläuft, dann, ja, oder er gerade vielleicht einen scheiß Dach hatte und er weiß gerade, wenn er sonst, vielleicht hat er auch noch mehr aus seinem Notizbuch angerufen, ja. Aber wie auch immer, selbst wenn er jetzt so dich angerufen hätte, er will ja nichts von dir, ne? Und dafür braucht es dann aber immer diese mehreren Durchgänge, bis man das so gerafft hat. Aber irgendwann braucht es nur noch einen Durchgang, weil man einfach versteht, es geht schon wieder so los, ich weiß genau, weil diese toxischen Beziehungen laufen wie auf Schienen, sage ich immer gerne. Ne? Die laufen wie auf Schienen und immer der gleiche Mist. Ne? Ich wusste nicht, dass es war eine Nummer, die ich nicht kannte. Ja, das ist auch nicht fair. Also er hält sich nicht. Also wenn du jemanden blockierst, dann heißt das ja, du möchtest keinen Kontakt. Und er scheißt einfach drauf. Also er scheißt wieder auf deine Grenzen und nimmt eine andere Telefonnummer. Hört sich jetzt so Rosamunde Pilcher-mäßig an. Ist aber einfach nicht in Ordnung. Ne? Samstag noch das gleiche Spiel. Ich bin irgendwann angegangen, weil ich schon Angst bekommen hatte, weil ich es spooky fand. Und Leute, wenn ihr jemand geblockt habt und ihr wollt nichts mehr von denen hören, geht nicht an ungebannte Nummern dran. Wenn es wichtig ist, sprechen die schon auf dem Anrufbeantworter, aber diese, ja, ich sag das jetzt so ungern, aber sagen wir mal, so flapsig toxischen Partner, die wissen, dass sie euch nur wieder zurückkriegen in etwas, was sie wollen, nicht was ihr wollt, wenn sie euch persönlich an der Wickel haben und euch dann wieder zuschleimen können mit ihrem Scheißgelaber und ja, gut, die haben natürlich auch psychische Verfassungen, warum sie das machen, aber das muss dich jetzt hier nicht interessieren. Aber klar, er weiß, wenn er den nur auf die Box spricht, dann blockierst du die Nummer und dann so. Und das ist einfach nicht in Ordnung, ist manipulativ, ne? Es war das erste Mal emotionaler Tonlage und meinte, er bräuchte mich jetzt, er würde sich alles ändern, hört sich öfter melden, ja. Lovebombing, Future Faking, aber gut, solange man es nicht weiß, weiß man es halt nicht. Ne? Ja, aber es ist schon einfach so für die Zukunft, wenn schon so viel schief gegangen ist, wirklich, da kommt nichts mehr raus, Leute. Lasst es. Ich tue mir, aber wollte es glauben, er kam vorbei und wir hatten was miteinander. Er ging, hat sich nicht mehr gemeldet. Das ist echt so mies, ey. Ja, braucht einfach nur mal wieder Bestätigung, bisschen Indoor Olympics, ah ja, ist für mich noch immer gut. Ja, aber dafür darfst du dir zu schade sein für so einen Scheiß, ne? Echt, ne? Das Ereignis hat mich dann richtig schlecht fühlen lassen. Nach 4 Wochen habe ich mich gemeldet und wollte wissen, was das sollte. Kam immer noch keine richtige Antwort. Ich war wieder blockiert, es hat er dich blockiert. Also ich weiß ja nicht, wer vorher wen blockiert hat. Aber jemand, der dich blockiert und auch schlecht behandelt, da musst du in Zukunft einfach hochnäsiger, snobbiger sein, selbstbewusster. Also ich sag jetzt, lege ich jetzt nur kurz den Weg aus, ich weiß, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass du sagst, ey, sorry, ein Mensch, der mich scheiße behandelt und blockiert, hat mich einfach nicht verdient. Ne? Ihr sagt ihr vielleicht, ja, sie blockiert ihn da ja auch. Also es gibt unterschiedliches Blockieren, sagen wir mal so. Im Januar würde ich wieder rückfällig. Ich habe ihn angerufen, gefragt, was in seinem Kopf los ist und ob wir nicht einen Kompromiss finden können, weil ich ihn vermisse. Ja, das ist so die liebessüchtige Stimme. Das ist wie bei anderen, meiner Meinung nach, wie bei anderen Süchten auch. Man denkt sich selber irgendeine Story aus, warum man wieder in Kontakt geht. Ich will nur noch einmal das sagen. Ich will noch ein letztes Gespräch führen. Ich will nur noch einen Vorschlag machen. Aber es ist eigentlich die Liebessucht. Und liebessüchtige Beziehungen sind am Arsch. Da ist es wirklich besser, die Hoffnung aufzugeben. Die sind einfach aus meiner Sicht, und ich habe noch keinen Gegenbeweis gesehen, sind nicht zu retten. Ich meine, manchmal wird der Begriff toxische Beziehung zu weit benutzt und fällt vielleicht auch in Beziehungen, die vielleicht mit Paartherapie und so zu retten wären. Aber wie ich toxische Beziehungen verstehe, sind vor allen Dingen liebessüchtige Beziehungen, sind die aus meiner Sicht nicht zu retten. Warum? Weil es ja so Suchtprozesse gibt und da muss man auf null Kontakt gehen. So, und dann entwickelt man sich auch weiter. Ne? Man kann sich zwar meinetwegen erstmal sagen, kurzfristig auf null Kontakt, aber im Grunde genommen geht es um dauerhaften null Kontakt. Ne? Will man nicht hören, aber es ist, wie es ist. Ne? Falls ich mal irgendwann anderer Meinung sein sollte, werde ich es euch sagen, aber ich sehe es nicht. Ne?
Er sagte dann, ich soll nicht fragen, was er denkt. Wir könnten darüber reden. Er wusste, dass es mir wichtig ist und meinte, er meldet sich die Tage. Das ist schon so mies, ey. Jetzt kommst du da wieder an und er batscht dich wieder weg. Aber das ist so eine toxische Beziehung. Ich habe das so gelernt, jeder Kontakt ist irgendwann nur noch schmerzhaft und in jedem Kontakt kriegst du einen in the fucking Fresse, ne? So virtuell in diesem Fall. Und ja, und das ist, bis du die Lektion vom Universum verstanden hast, dass du sozusagen diese abhängige Seite in dir angucken darfst und auf null Kontakt gehst, solange du das nicht machst. Und jede Runde wird schlimmer. Das ist leider auch so eine Wahrheit. Ne? Gut, schauen wir mal, was jetzt wieder Lustiges passiert. Er kam nur ein paar Tage nur eine Nachricht. Ich solle ihm etwas für ihn besorgen, aber kein Wort davon. Gott, was für ein egoistischer Typ. Ja, er habe 4 Wochen gewartet und es kam nichts. Hab ihn dann zum ersten Mal geschrieben, dass er manipuliert und ihm komplett die Meinung geschrieben und blockiert. Jetzt hatte ich es 3 Monate ohne Kontakt ausgehalten und wollte es auch dabei lassen. Ja, also du kann ich dir jetzt schon sagen, du musst auf, wenn du das willst, dass es besser wird, musst du dauerhaft auf null Kontakt gehen, ne? Schreib dir eine Shitlist, schreib alles drauf, was da drauf ist. Weitere Tools findest du im Modul 0. Wenn du denkst, du machst, willst du wieder in Kontakt gehen, guck auf die Shitlist, was er schon alles gemacht hat. Das ist sehr ernüchternd. Ne? So einen schönen kleinen DIN A4-Zettel, kleingeschrieben, alles draufschreiben, was er dir schon angetan hat. Und ja, sehr ernüchternd. Freitag habe ich dann den Prozess gesehen und es hat mich so angetriggert. Das Schlimme ist, ich... Nicht, dass ich ihn sehen möchte, ich möchte ihn nicht mehr, trotzdem bin ich irgendwie süchtig nach Kontakt. Ich habe durch den Prozess ein Gefühl bekommen, wie intensiv die Beziehung gewesen sein muss mit dem ganzen Stress und auch wenn es sich blöd anhört, ich weiß nicht warum, ich wollte einfach richtigen Stress und ihm die Meinung sagen, ja, das ist die liebessüchtige Stimme, die sagt, die liebessüchtige Stimme denkt sich einfach, fucking, ich will wieder meine Droge haben. Und jetzt basteln wir mal eine schöne Story. Jetzt sagen wir hier, sag ich hier meiner Halterin, sag ich jetzt mal, ja, du willst ihm nur mal die Meinung sagen. Und, aber es ist wieder Kontakt, es ist wieder Rückfall und ist jetzt, kann man machen, aber ja, irgendwann muss man einfach mal sagen, das war's jetzt, ne? Das war's jetzt wirklich und wenn dein Leben zu langweilig ist, ja, arbeite lieber am nice geilen Leben, mach's spannender, interessanter, guck, welche Wunder an dir sind. Ja. Ich habe durch den Prozess so ein Gefühl bekommen, jetzt hatte ich schon, ja, und dass einen dann irgendwas antriggert, ja, es kann auch was anderes sein, dass man, weiß ich, man riecht das Parfüm oder, ja, so funktioniert diese Prozesse halt, ne, aber es wird immer besser, ne. Ich habe ihn eng blockiert, angerufen. Oh, das triggert mich ja schon beim Lesen, ey. Gleich gesagt, ich möchte dich nie wiedersehen. Ja, aber das ist die liebessüchtige Stimme. Die denkt sich doch scheißegal. Ich sag einfach irgendwie, ich rechtfertige das vor mir jetzt so, indem ich ihn beschimpfe. Aber eigentlich geht es nur um Kontakt, ne? Du wirst ja auch nicht mehr reinkommen, aber ich möchte wissen, warum du dich nicht, wie wir versprochen, gemeldet hast. Ja, gut, das sind natürlich auch Prozesse, das ist immer so offene, wie man in der Gestalt Psychologie gesagt, diese offenen Prozesse hier gibt, die nicht geschlossen werden, so, ne? Aber darum geht's, das, glaube ich, zu lernen, das auszuhalten, weil du kannst die schließen sich auch irgendwann, ganz bestimmt, ohne Kontakt. Weil man einfach einen nüchternen Blick drauf kriegt, aber dieser Versuch, ich weiß, das hält dann auch in dieser Sucht, dass man versucht, Fragen zu lösen, wie kann er sich so verhalten? Also das ist so ein offener Prozess und die versucht man dann zu lösen, aber dann, das geht dann wieder in Kontakt, so, ne? Hab ihn dann mit 2, 3 Sachen richtig provoziert. Er hat den Hörer weggelegt, weil da ist auch egal. Ich habe 10 Minuten gewartet, aufgelegt, wieder angerufen. Er meinte, oh, ich habe dich vergessen. Hey, sorry, der Typ ist echt mies, ey. Wirklich. Oh mein Gott, es tut mir echt leid. Aber du siehst, jeder Kontakt wird schlimmer, jeder Kontakt ist Schmerz. Und es gibt nur eins, null Kontakt. Auch gar nicht versuchen herauszufinden, warum er so ist. Das ist sowieso immer die gleichen Sob-Stories, die einen eigentlich nicht wirklich interessieren. Er ist halt so, fertig. Ne? Er provoziert immer so passiv-aggressiv. Ja, das machen ja viele krasse Minuspole. Und ob gut, das passiv ist es ja auch nicht. Das ist schon sehr aktiv, ne?
und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er hat dann gesagt, wir können morgen reden, macht heute keinen Sinn. Er hat meine Tonlage gehört, er hatte auch zu tun. Ich dachte mir, er hat mich jeden Tag verletzt und jetzt möchte ich 10 Minuten und will meinen Willen durchsetzen. Ja, du kriegst deinen Willen, aber nicht in toxischen Beziehungen, im Pluspol. Du kriegst ihn einfach nicht. Und da hilft nur loslassen. Und es gibt noch 4 Milliarden weitere Männer. Ganz bestimmt. Jetzt kommt das Allerschlimmste. Ich war zwar immer der Pluspol, manchmal konnte ich auch im Telefon ein wenig ausflippen, war verletzt, aber ich habe es nie übertrieben. Also alles immer noch im Rahmen. Dann am Freitag habe ich ihn 20 Mal angerufen und ihm eine Ausrasternachricht nach der anderen geschickt. Er hat sie immer gelesen und ich habe gesagt, er soll aufhören, mich zu provozieren und rangehen. Er hat das Theater genossen. Ja, das fürchte ich auch, weil er liebt wahrscheinlich die Aufmerksamkeit und sich bestimmt sowas für mich über mich lustig gemacht. Ja, wie auch immer, soll er auch machen, was er will. It's not your business. Lass ihn doch mit seinem Scheiß. Da ist doch auch armselig so ein Leben, was er da führt. Und aber das passiert. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm und ich habe sowas auch schon gemacht. So, ne? Wenn man so richtig voll angetriggert ist, 20 Mal anrufen, auch mal die Fassung verlieren. Ja, es ist streng genommen, ist es nicht die Spielfläche komplett sauber halten, ist völlig richtig. Aber mein Gott, das ist jetzt auch kein Drama. Und man muss, glaube ich, einfach nur sehen, dass eine diese Beziehung destabilisiert und dass man selber immer weiter aus der Mitte kommt. Jetzt mal zurück zum Johnny Depp-Prozess, ist tatsächlich die Frage, hat er nie irgendwas überhaupt gemacht, weil sowas passiert halt im Pluspol, dass man so fucking angetriggert und provoziert ist. Und aber spirituell muss man auch sagen, es geht doch darum, deine Themen anzugucken. Okay, warum, was ist da für eine Wut, ohne dich auch nur 1 Millimeter selber fertig zu machen oder so, sondern einfach akzeptieren, war jetzt so, Verantwortung übernehmen, okay, Beziehung tut mir überhaupt nicht gut, ich komme aus meiner Mitte, ich werde selber instabil, ich mache selber irgendwie Quatsch und daraus die Schlüsse ziehen, darum geht's. Ne? Und zu gucken, also solange nicht noch jemand anträgern kann, was ist in dir dann noch für ein Anker? Ne? Über 2 Stunden habe ich krasse Nachrichten geschrieben, also meine Spielfläche komplett versaut. Naja, und da kommt Spielfläche komplett versauen. Würde ich was anderes sehen, aber sieh es als Zeichen, dass es echt einfach nicht funktioniert, ne? Ja. Hab am nächsten Tag wieder alles blockiert, seitdem Kopfschmerzen, Körper schlapp, ja, ist normal, dein Körper sagt dir halt auch, das hat einfach keinen Sinn, ne? Schäme mich, brauchst dich nicht schämen, ist so wichtig, dass man sich nicht schämt, weil Scham ist auch ganz harter Trigger, so, bin ich in einem anderen Video schon mal drauf eingegangen. Gibt es, glaube ich, ein Video toxische Scham. Ich möchte mich auch selbst irgendwie wieder hochziehen, weil es mir seit dem Kontakt auch nicht so gut geht. Und ich will nicht sagen, er hat es verdient, aber hat mich in der Zeit so oft verletzt, sich nie entschuldigt, es war ihm egal. Ja, manchmal braucht man auch Kontakt vor Ort, vor allen Dingen, ja, wenn es jetzt körperlich oder psychisch schlecht geht, ja, dann braucht man natürlich, sage ich auch gerne nochmal, entsprechende herzliche psychotherapeutische Behandlung, sollte man auch dahin gehen. Wenn man nicht weiß, wie man anrufen kann, kann man Telefonseelsorge anrufen, Hausarzt gehen, Beratungsstelle, Notfall, kann man auch jede Notfallambulanz gehen, nur dass ich das auch mal wieder gesagt habe. Aber gut, aus meiner Sicht kann ich nur sagen, null Kontakt, null Kontakt, null Kontakt, dann wird es dir alle vor. Also ich habe es noch nie erlebt, dass es jemandem dann nicht besser gegangen ist. Also heißt jetzt nicht, dass es einem dann immer gut geht, aber null Kontakt ist auf jeden Fall sehr heilsam. So, ne? Würde vielleicht gerne ein paar Tipps damit haben, wie ich jetzt damit für mich positiv umgehen kann. Ja, also keine Scham, einfach sagen, okay, ist passiert, ich bin in einer toxischen Beziehung. Er ist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Also er hat mir viel mehr getan, als ich ihm drauf geschissen. Ich habe mal wieder auf die heiße Herdplatte gefasst, ist immer noch heiß, tut mir nicht gut. Ich muss auf null Kontakt gehen, sonst komme ich ja auch selber komplett aus dem Ruder, so möchte ich nicht sein. Und aber sich nicht schämen, einfach Verantwortung übernehmen. Ne? So würde ich damit umgehen. Vielleicht war es sogar gut, so weil ich damit jetzt alles kaputt gemacht habe. Ich glaube nicht, leider nicht, dass das viel kaputt gemacht hat, weil es ihm vermutlich egal, weil es auch Aufmerksamkeit ist. So.
und die du ihm gegeben hast. Und du hast ihm jetzt damit Energie gegeben und das will er, glaube ich, so unbewusst. Und deswegen musst du auf null Kontakt gehen, auch wenn er dich wieder unter einer fremden Nummer anruft oder unterdrückte Nummer. Geh nicht dran, hol dir notfalls eine neue Nummer oder ich weiß nicht was. Und ja, aber wenn du mich jetzt so fragst, ja, ich bin tatsächlich dafür, zu Menschen, die einen so behandeln und die einen in so einem Zustand triggern, sag ich mal, zu denen darf man alle Brücken abbrechen und auch, na gut, ich will jetzt, natürlich sollte man versuchen, seine Sprüche sauber zu halten, ne? Aber da darf man auch Brücken nachhaltig abbrechen, das ist sogar sehr schlau, so, ne. Ich verstehe mich selbst nicht, hatte so lange nichts mit ihm und möchte auch gar nichts mehr. Warum hänge ich noch so dran? Ja, wie gesagt, das wird jetzt die E-Mail sprengen. Weiß nicht, vielleicht hat es so einen nicht verfügbaren Papi, Mami, keine Ahnung. Aber ist auch egal. Es ist einfach ein Laster, was du loswerden musst. Ne? Und siehst, wenn man es so als eine Sucht sieht, führt das zu den besten Ergebnissen meiner Ansicht nach, wie man damit umgeht, so, ne? Also man weiß so, ja, ich muss auf null Kontakt gehen, so, ne? Und auch innerlich so, also so wenig wie möglich drüber nachdenken. Aber wie gesagt, was ich dazu sagen kann, ist in meinen Kursen drin und genau. Durch starke Verletzungen und Streitereien von der Mutter, ja, okay, hast du ja schon. Kann es auch Parallelen geben. Ich möchte auf jeden Fall diesmal richtig endgültig durchziehen, weil Stimme geht schon nicht mehr. Vielleicht könnten wir auch mal eine Strategiesitzung machen. Ja, ich mache keine Strategiesitzung mehr. Ja, pack das einfach nicht mehr und ja, vielleicht ändert sich das mal wieder, aber könnt euch gerne auch so eine Liste setzen lassen, aber denke, ich sehe das nicht mehr, dass ich das wieder anfange gerade. Falls du mal ein Video machen würdest, könnte ich dir auch als Dankeschön eine Spende zukommen lassen. Ja, ich mache die, also die meisten, alles, also zu allergrößten Teil mache ich ja alles kostenlos auf YouTube, aber jetzt, und muss sich auch niemand verpflichtet fühlen, aber ich freue mich natürlich, sage ich jetzt aber zu jedem, nicht speziell zu dir hier, der sagt, Mensch, Hemmschi produziert hier so krass vielen kostenlosen Content, möchten wir uns für bedanken, da, ja, gibt es jetzt diesen einfachen Weg über diesen Thank You Button, ist unter jedem Video, könnt ihr gern machen, also jetzt auch unabhängig davon, ob ihr mir eine Mail geschrieben habt, oder nicht, wenn ihr sagt, ihr habt von meinem Material profitiert, macht es gern und ja, und wenn ihr tiefer gehen wollt, dann geht ihr eben in Kurse und Bücher, ne? Gut, ansonsten danke ich für deine tolle Arbeit, habe mich gestern deine Videos ganz gut gehalten, verstehe nicht, warum ich jetzt wieder so einen Schmerz habe. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel darauf eingehen. Wie gesagt, vielleicht guckst du mal, ob du da auch vor Ort mal mit jemand für Unterstützung holst. Aber dass das jetzt noch nachwirkt, finde ich jetzt nicht ungewöhnlich, sage ich mal so. Ne? Wahrscheinlich, weil ich wieder in Kontakt war. Ja, natürlich. Also das ist der Haupt... Natürlich, das ist der Grund. Kontakt führt zu schlecht fühlen. Nicht-Kontakt führt dazu, dass man sich mittel- und langfristig besser fühlt. Vielleicht könnt ihr auch gerne mal kommentieren, all diejenigen, die das schon durch haben, wie heilsam Nullkontakt ist, das hilft vielleicht. Und ja, vielen Dank und für deine Mail auch. Schaffst das schon und wir sehen uns bald wieder.